eisiger Wintermorgen. Es hat gefroren. Die Straßen sind glatt. Sichtbare Zeichen, Sträucher und Gräser sind mit Raureif überzogen. Schön, aber für Autofahrer trügerisch. Denn wo Raureif entsteht, zum Beispiel an Brücken und Schneisen, ist es meist auch glatt. Und das ist die Bilanz eines eisigen Wintermorgens auf einer Strecke von nur 10 Kilometern. 12 Unfälle mit größeren und kleineren Schäden. Meist wurde zu schnell gefahren und den natürlichen Warnzeichen keine Beachtung geschenkt. Vielfach war auch die Bereifung nicht in Ordnung. Wie hier zum Beispiel, wo auf den Vorderrädern eine andere Reifenart als auf den Hinterrädern montiert ist. Diese sogenannte Mischbereifung ist verboten, weil PKWs dadurch ein unkontrollierbares Fahrverhalten bekommen. Wer hier und an anderen markierten Stellen zu schnell fährt, kann auch mit den besten Reifen einen Ausrutscher nicht verhindern. Straßenglätte macht sich meist und zuerst in Kurven bemerkbar, weil hier die durchdrehenden Räder die Fahrbahn glatt schleifen. Ein sauberes Lenken ist nicht möglich. Das Fahrzeug kommt ohne Ketten nicht mehr weiter. Bergab ist es genauso glatt. Abgebremste Räder blockieren. Der Wagen saust wie ein Schlitten, ohne Brems- und Lenkmöglichkeit, geradeaus. Hier der Beweis. Bremsen, die Räder blockieren und nochmal Glück gehabt. Davor geht's ganz schön abwärts. Wenn die Räder bergab blockieren, hilft nur eins. Bremse loslassen und wenn möglich den Wagen rechts oder links in den weichen Schnee lenken. Auch ein auf Schneeglätte ausbrechendes Fahrzeug lässt sich unter Kontrolle bringen. Man muss nur wissen, wie. Die gleiche Situation also noch einmal. Gleiche Geschwindigkeit, auskuppeln und gegenlenken. Wichtig ist, dass die Kupplung durchgetreten bleibt. So bringt man das Fahrzeug unter Kontrolle und die Situation ist entschärft.